Bühne bitten. Und das ist unser Philipp Warmuth. Bitte großen Applaus. Also, schön dort zu sein, beim ersten Poetry-Slam im Spital. Ich habe einen Text von mir mitgebracht, der was scheinbar ziemlich schwer den Vorgänger schlagen wird, weil man, naja. Okay, also er trägt den Titel A Piece of My Mind, beziehungsweise Religion. Ich habe nicht genau entscheiden können und ich habe noch nicht wirklich einen Mittelweg gefunden. Aber naja, er geht dem noch so. Er reimt sich nicht nebenbei. Ich habe eine Doku über einen Typen gesehen, der ist herumgereist und hat die verschiedensten Glaubensgemeinschaften diverser Religionen über ihre Götter und ihre Bedienungsanleitungen befragt. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle im Alten Testament, beziehungsweise auch im jüdischen Tanach, im Buche Jona, zweites Kapitel, die beschreibt, dass der Herr Jona von einem Wal verschlungen wird. Er betet 3 Tage lang im Bauch des Wals und schließlich wird er auch wieder an Land angespült. Naja. Jedenfalls befragt der Reporter eine katholische Gemeinschaft dazu, woraufhin sein gläubiger Gesprächspartner ihn gleich korrigiert, dass der gewisse Herr Jona die 3 Tage nicht in einem Wal verbracht hat, nein, nein, sondern vielmehr in einem großen Fisch. Und der glaubt es. Ich meine, jetzt mal ehrlich, was würdest du von mir halten, wenn ich zu dir rüberkomme und so, ja, und wie geht's dir? Ja, gut. Und wie geht's dir? Naja, ich war die letzten 3 Tage in einem großen Fisch. Da denken sich ja auch ihren Teil dabei. Ja, ja, schon klar, dass das alles Metaphern sein können und das ja auch hoffentlich sind. Aber allein deshalb wird's für mich schon wieder so unsinnig. Weil dann kann man schon wieder alles so auslegen, wie man es braucht. Ein fixes Alibi. Für jede Unmenschlichkeit eine Ausrede. Aber naja, alles ist nicht so schlecht davon. Nehmen Sie die 10 Gebote zum Beispiel. Sind ja nicht so schlecht. Sei nicht neidisch, stiehl nicht, hau keinen anderen den Schädel ein. Außer natürlich, der glaubt an einen anderen Geist, dann können wir natürlich schon wieder voll loslegen. Aber hey, das machen wir schon seit Tausenden von Jahren so. Aber es ist okay, ich habe nämlich jetzt erkannt, es war besser so. Ich meine, das Schädel einschlagen nicht, aber das haben wir ja auch noch nicht abgeschafft. Aber diejenigen, die das Religionspoker überlauert haben und hinter sich gelassen haben, führen jetzt Krieg gegen den einzigen Gott, den wir haben, mit der Natur. Und ich weiß, was Sie jetzt denken. Gott, eine Frau? Eine Frau, denen wir den Zigarettenrauch ins Gesicht blasen, ihr hübsches Kleid mit Brandlöchern und Rotwein besudeln, und mit jedem weiteren Wort noch viel mehr zumüllen. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen aber ich persönlich mag Müll nicht so gern. Und ich kenne eigentlich nur einen einzigen Menschen, der Müll mag. Papi. Nein, nein, nicht mein Vater. Der verabscheut Müll. Aber so soll es eigentlich auch sein. Vielleicht würden wir dann auch etwas weniger davon produzieren. Vielleicht würden wir dann auch etwas weniger davon zum Müll erklären. Und ganz vielleicht würden wir dann auch keine mehr in Lager zusammentragen und verbrennen. Danke.